Einmal. Eins. Zweimal. Oh. Jo Leute, herzlich willkommen zum LM Team Sports Adventskalender am 20.12. Und zu meiner Linken sehen Sie den netten Martin. Richtig. Grüßt euch. Servus. Ich bin natürlich auch wieder der Matze. Der Matze ist auch wieder da. Richtig. Wir haben bald Weihnachten, Freunde. Richtig. Heute unser letztes Studio-Video, wa? Richtig. Wahnsinn. Richtig. 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 Und da müssen wir natürlich checken, ist Matze und Martin, nein, sind sie Fußballexperten? Weil wir haben uns was Spezielles ausgedacht. Und zwar machen wir einen Fußballquiz. Ja. Aber das ist nicht alles. Stopp. Ihr könnt am Ende des Videos natürlich noch was gewinnen. Ja. Das war ein richtig geiler Preis. Oh ja. Für alle Torhüter, sehr interessant. Um was es da geht, zeigen wir euch natürlich am Ende des Videos. Genau. Und ich habe jetzt nicht umsonst die Toilettenbrille hochgeklappt. Richtig. Ist nicht so, als müsste ich gerade, aber es wird natürlich auch eine Bestrafung geben für denjenigen, der seine Frage falsch beantwortet. Richtig. Ja, wir haben hier Pipi-Party. Pipi-Party. Pipi-Party, unglaublich geiles Spiel. Richtig. Man muss hier drehen, ja? Ja. Ich demonstriere es euch. Es wird auf der 1 landen. Okay. Dann müsste ich jetzt theoretisch einmal spülen. Ja. Und hier vorne kann es sein, dass es dir Wasser in die Fresse wächst. Und wir haben unsere Redaktion, wir nennen sie jetzt einfach mal Redaktion. Genau, unseren Niklas, Kollegen Niklas. Niklas. Den Niklas. Niklas. Niklas, vielen Dank für den. Ja, Niklas, vielen Dank. Du hast uns 10 Fragen ausgepickt quasi. Genau. Und die sind hier in meinem Mützchen, in meinem Blinkemützchen. In deinem Sack. Richtig, nein, in meinem Blinkemützchen. Richtig. Und wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt, oder? Ah, ich mach dich fertig. Okay, gut. Also. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Mit Ansage. Das kommt nicht so oft vor, deswegen feiert er sich so. Du darfst anfangen mit, also ich werde rausziehen. Okay. Und du nimmst die erste Frage. Okay. Welchen Fußballschuh trägt Manchester City-Stürmer Gabriel Jesus? A. Ja, er hat sogar Antwortmöglichkeiten gegeben. Ja. A. Mercurial Superfly, Eis. Ja. Puma Future oder Adidas X17 Plus? Adidas. Ich bin Matthias. Ja, ist richtig. Ja. Sehr gut. Erste Frage richtig beantwortet. Wer gewann als einziger die UEFA Champions League mit 3 verschiedenen Teams? David Beckham, Clarence Seedorf oder Samuel Eto'o? Ich sag Eto'o. Ah, das ist leider falsch. Echt? Es war Clarence. Nein! Ich hab mich zwischen den beiden entschieden, aber ich dachte zu Eto'o, als so Barca, wo hat er noch gespielt? Ja, das ist nämlich das Problem. Frage kommt raus. Du darfst hier einmal drehen. Oh, dann, stimmt, ey, nein. Tja, der dachte, er kommt ohne Pipi-Party hier raus, aber. Okay. Schafft er nicht. So, und was haben wir? Die 3, ey. Die kann doch nicht sein. Ich nehm die 3. Ja, ich nehm die Nummer 3. Okay. Ja, dann spiel mal 3-mal. Okay. Machen wir mit Augen zu? Ist mir doch egal, was du machst. Einmal. Eins. Zweimal. Oh. Ah! Ich hab das vorher nicht kommen sehen. That's what she said. Oh. Oh. Welches Land gewann die erste Fußball-Weltmeisterschaft? Paraguay, Brasilien oder Uruguay? Uruguay. Fick dich, Alter! Natürlich, ja, ist wieder richtig, ey! Für welchen Verein spielte Ronaldinho nicht? Paris Saint-Germain? Hat er. Fluminense? Oder Sao Paulo? Sao Paulo. Ah, da hat er recht! Da hat er recht! So, meine Damen und Herren, okay, kommen wir zur 3. nächsten Frage. Gut. Wer ist laut Transfermarkt, ja, verstehen Sie, der aktuelle wertvollste Spieler unter, sag ich mal, 22 Jahren? Ist es A. Kylian Mbappé, Dele Alli oder Timo Werner? Ja, Mbappé. Das, meine Damen und Herren, ist korrekt. Scheiße. Ja, klar. Ja, ey, das kann nicht sein, dass du dreimal in Folge richtig hast.
Wer war kein Gründungsmitglied der Bundesliga? Tschüss, ey, als wäre ich da gewesen. 1860 München, Bayern München, Bayern Preußen. München. Weiß ich. Hat er recht. War aber auch einfach. Das weiß man. Wer hat sich seit der Einführung öftersten für die Champions League qualifiziert? Ja, okay. Ist es A. Manchester United, B. FC Barcelona oder C. Bayern München? Wir sagen Bayern München. Es wird Zeit für Pipi Party! War Barcelona, ne? Ja, war Barcelona. Ja, richtig. Klar. Ich würde auch mal Pipi Party spielen. Komm schon, 3. Nein, kann doch nicht sein, das wird niemals, nachdem es bei mir gespritzt hat. Weißt du, er lädt jetzt bei mir auf, dass es bei mir wieder natürlich rauskommt. LOL! Das hätte gespritzt. Das hätte? Ey, das können wir nicht durchgehen lassen. Komm, ja, okay, Gesicht mach ich hin. Mal. Nee, bis es spritzt. Was? Natürlich! Warum? Man hat's doch gesehen, es hat einen Fehlstart. Gesicht hin. Fehlstart. Komm richtig hier. Jawoll! Pipi Party. Ich bin bereit. Wer führte Deutschland im Finale der WM 1954 als Kapitän aufs Spielfeld? Helmut Rahn, Toni Turek oder Fritz Walter? Ich sag da Toni. Leider nicht. Pipi Party! Wer ist es denn? Na, es ist Fritz Walter. Echt jetzt? Ich dachte, es wäre so zu easy, ey. Ach, Leute. Ja, sorry. Leute, ja, Martins. Das ist nicht meine Generation. Martins oder? Dieser Welt. Da war, ich noch nicht fly. Einmal drehen, bitte. Ey. Ja, du kannst auch drücken, so oft wie du willst. Okay, dreh mir für die Kamera. Okay. Ist eine 3. Ja, es ist halt echt. Ja, und du kriegst eine 1, Alter. Ist gar nicht. Okay, ey, diesmal gehe ich tiefer. Ja. Okay. Ehrenmann. Geh. Einmal. Soll ich eigentlich für dich drücken? Nee. Ich will mein Leid selber. Okay, steuern. Ja! Und das heißt, es ist gut aufgeladen. Da feiert er sich. Natürlich. Jetzt brauche ich nur die Frage, wo du scheiterst. Wer gewann in diesem Jahr den FIFA Puskas Award für das schönste Tor des Jahres? A. Olivier Giroud. B. Zlatan Ibrahimovic. Oder C. Mario Mandzukic. Olivier Giroud. Du bist ein Pischer. Du bist ein Pischer. Merde. Wie oft wurde Borussia Dortmund bislang deutscher Meister? Okay. 6-mal, 7-mal oder 8-mal? Tschüss, ey. Weil ich Dortmund nicht mag, sage ich 6-mal. 8-mal! Als ob die Lappen schon 8-mal Meister geworden sind. Na klar. Was für Lappen? Pipi Party. Weh jetzt 3. So. Sind 3. Habt ihr das gesehen? Das ist Rick, das war auf 1 und ist zurück auf 3. Da ist eine 3, sorry, tut mir leid. Mann, ey. Rück ab. Oh Gott. Ach komm, das ist jetzt wirklich doof. Oh nein, ich dachte, ich krieg's echt noch hin ohne. Ja, sehr gut. Diese Pipi-Party macht mir sehr viel Spaß. Kommen wir aber jetzt zu unserem Gewinnspiel. Genau. Denn ihr könnt diesen wunderschönen Tubert-Handschuh gewinnen. Moin. Ja, guck mal rein, was da drin ist. Einen Moment. Da sind zwei Handschuhe drin. Zwei. Einmal für den linken, einmal für den rechten. Ja, moin. Und was müssen die Leute tun, damit die den gewinnen können? Ihr müsst abonnieren. Dieses Video liken. Ja. Und als drittes, was müssen Sie da machen? Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, wer wird denn Welttorhüter 2018? Genau, da brauchen wir so euer Know-how. Know-how, genau. Wird es vielleicht wieder ein neuer befohlen oder kommt da vielleicht doch noch einer hinterher und überrascht uns alle im Jahr 2018? Richtig. Einfach in die Kommentare damit. Genau. Kann natürlich jeder mitmachen, auch wenn ihr kein Torwart seid. Ihr habt safe einen Torwart aus der Mannschaft, der die Dinger gebrauchen kann. Richtig, genau. Ja. Und in der Beschreibung gibt es natürlich auch wieder unsere Online-Shop-Aktion. Vielleicht sind auch ein paar Torhüterhandschuhe heute dabei. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Okay,
Genau, richtig. Checkt auf alle Fälle die Beschreibung aus und schaut da mal vorbei. Es gibt noch ein paar Schnäppchen vor Weihnachten, die ihr besorgen solltet. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß und wir sehen uns morgen wieder. So sieht's aus, oder? Ja. Also, wir sind raus. Ciao.